Deutschland gibt es immer mehr Wölfe und somit steigt auch die Zahl der von Wölfen gerissenen Tiere. Weidetierhalter fühlten sich von der Politik im Stich gelassen. Die Angst von Anwohnern wächst außerdem. Deswegen hat der Bundestag jetzt über eine kontrollierte Bejagung des Wolfes debattiert, der bislang ja unter Naturschutz steht. Es sieht aus wie ein Schlachtfeld. Allein im niedersächsischen Kreis Stade haben Wölfe in den letzten Wochen mehr als 70 Schafe und 2 Rinder gerissen. Die Ärztin Katharina Roos fürchtet beim Anblick ihrer toten Patienten, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis es auch Menschen trifft. Ich bin kein ängstlicher Mensch, ich bin auch kein Wolfshasser, aber ich denke, dass die Situation außer Kontrolle geraten ist. Es ist zu erwarten, dass Menschen angegriffen werden. Um das zu verhindern, fordern Vertreter der Opposition im Bundestag die Ampelkoalition endlich zum aktiven Handeln auf. Es reicht eben nicht, den Abschuss von Problemwölfen zu erleichtern. Was wir jetzt brauchen, ist eine gezielte Bejagung, um die Wolfsbestände kontrolliert klein zu halten. Dazu sollen die bisher noch unter Naturschutz stehenden Wölfe künftig unabhängig von der Zahl der Wolfsattacken gejagt werden können und außerdem wolfsfreie Zonen in Gebieten wie etwa Küstendeichen oder Bergwiesen eingeführt werden, wo Herdenschutz mit Zäunen nicht möglich ist. Ein Weiter-so wie bisher sei unterlassene Hilfeleistung der Bundesregierung an der ländlichen Bevölkerung, so der Vorwurf der Opposition. Die Antwort des Agrarministers: Ich lade die CDU, CSU ein, aufhören mit Wahlkampf. Mit anpacken. Ich glaube, in der Landwirtschaftspolitik kommt man nicht weiter. Die Landwirte erwarten gute Lösungen, keine Parteipolitik. Eine Lösung für die auch europaweit steigenden Wolfsattacken könnte vielleicht aus Brüssel kommen. Die EU hat bereits Anfang des Monats eine neue Studie angekündigt, die den Schutzstatus der Wölfe überprüfen soll. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.